Der Glaube der Götter. Während Ominösus sein Dasein auf der Insel der Afrolibida eine Woche genossen hatte, war Höllus, beflügelt von den Worten von dem Schemen von Panfaulus, in die Welt der Menschen eingekehrt, um seine geliebte Telephonis zurückzuholen. Zunächst wusste dieser jedoch nicht, wo er suchen musste, doch sein Begleiter verriet es ihm. Da dieser jedoch unmöglich bei der Rettung der Telephonis dabei gewesen sein konnte, zweifelte der Gott der Unterwelt zunächst an seinen Worten, die jedoch so überzeugend waren, dass er ihm Glauben schenkte. Oder vielleicht war es auch seine Sehnsucht, die ihn auch den vagsten Hinweis als vielversprechend erscheinen ließ. Woher glaubst du zu wissen, dass sie hier in Thronein sein soll? Ominöser, als hätte sie überall hinbringen können, sprach Höllus. Hätte er. Hat er aber nicht. Sie befindet sich im Seminar, gleich auf dem Weg zum Schloss nach dem Markt, erwiderte Pamphaulus gelassen und schritt mit dem Gott der Unterwelt, der aufgrund seines markanten Aussehens alle Blicke auf sich zog, vom Markt Richtung Schloss. Wieso bist du dir deiner Sache so sicher? Halte mich nicht für dumm. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, dass du zu dem Zeitpunkt der Rettung weit weg warst, beharrte der Gott. Ich vertraute auf mein Gefühl. Es leitet mich in ihre Richtung, weil ich spüre, dass du dich nach ihr verzehrst, erwiderte Panfaulus. Dein Gefühl? Empörte sich der Gott und fuhr fort. Wir laufen hier durch die Gegend, weil du einfach ein gutes Gefühl hast? Und darauf soll ich mich verlassen? Eigentlich solltest du dich auf dein Gefühl verlassen. Da du aber kein Vertrauen in dieses hast und es so maßgeblich ablehnst, bin ich wohl gezwungen, wortwörtlich für dich mitzufühlen und dir so zu offenbaren, was dein Herz dir sagt, da du selbst ja nicht auf es hören möchtest. Erwiderte der Schem ungerührt, während sie das Seminar erreichten, und er fortfuhr: Hier ist es. Ominösus hat sie hierher gebracht. Und was soll ich jetzt tun? Soll ich einfach so reinspazieren und sie anflehen, zu mir zurückzukommen? Erkundigte sich Höllus. Höre auf dein Herz. Es wird dir schon den rechten Weg weisen, war alles, was der Schem antwortete, ehe er langsam verblasste und verschwand und so eine überaus verwunderte Gottheit zurückließ. Höllus wusste wahrlich nicht, was er tun sollte, weshalb er den gut gemeinten Ratschlag beherzigte und tief in sein Herz lauschte, um zu erfahren, was er fühlte. Er spürte eine tiefe Nervosität, vielleicht sogar Angst, und zugleich spürte er Sehnsucht nach seiner Geliebten. Er kam sich wie ein Narr vor. Obwohl er Angst vor der Begegnung mit ihr hatte, fühlte er sich dennoch zugleich auf magische Weise zu ihr hingezogen. Wie ein schüchterner Schuljunge glitt sein Blick auf den Boden und er suggerierte, was er wohl sagen und wie er sich wohl verhalten sollte. Während er nervös mit den Füßen über den Boden strich und dabei spielerisch einige Kiesel hin und her schob, wurde er auf einmal aus seinen Gedanken gerissen, als eine liebliche, ihm wohlvertraute Stimme, überrascht, aber auch ängstlich, mit den Worten ansprach: Höllus, was machst du denn hier? Ein Blick nach oben bestätigte die Vermutung des Gottes der Unterwelt. Es war Telephonis, die gerade aus dem Seminar gekommen sein musste und die nun mit großen, vor Staunen und Furcht geweiteten Augen anstarrte und sich dabei ängstlich zurücklehnte. Höllus bemerkte ihre Angst und sprach deshalb schüchtern: Du hast Angst, das sehe ich in deinen Augen. Und wahrscheinlich sogar zu Recht. Heißt das also, du bist nur gekommen, um mich wieder in die Unterwelt zu entführen? Fragte Telephonis zwischen Angst und Zorn wankend. Nein, ich bin hier, um dich zu bitten, mit mir zurückzukehren. Ich habe nachgedacht und verstanden, dass man niemanden zu so etwas zwingen kann und darf. Daher lasse ich dir die Entscheidung, ob du mitkommen möchtest, erklärte Höllus, woraufhin Telephonis überrascht ihr Gesicht verzog und mit ihren Lippen stumme Worte formte, so, als würde sie leise mit sich selbst reden wollen, ehe sie mit ihrem Kopf verwundert schüttelte und ihren Blick senkte, was Höllus als ablehnende Gestik interpretierte, weshalb er seinen Kopf senkte und traurig sprach: Wer kann es dir verdenken? Ich bin immer so ein grausamer Gott zu dir gewesen. Entschuldige, es war dumm von mir, zu glauben, dass eine nette Bitte eine halbe Ewigkeit der Sklaverei wieder wettmachen könnte.
Telephonus hob ihren Blick wieder und nun zeugte ihr Blick vom beeindruckten Staunen über solche Worte. Offenbar meinte es Hörles ernst, weshalb sie noch vom Gehen abhielt, indem sie fragte: Warte noch! Wenn du eh nicht glaubst, dass ich wieder mit dir mitkommen würde, warum hast du mich dennoch aufgesucht? Ohne seinen Blick zu heben, entgegnete Hörles betrübt: Weil jemand, der mir offenbar in Weisheit überlegen ist, mir geraten hat, auf mein Herz zu hören. Und dieses verlangt, ja verzehrt sich regelrecht nach dir. Telephonus ward von diesem ehrlichen Geständnis so gerührt, dass sie eine kleine Träne der Rührung nicht zurückhalten konnte, die über ihre Wange hinunterpurzelte. Sie dachte an die Zeit in der Unterwelt zurück und gestand sich ein, wenn man den Teil streicht, dass sie unfreiwillig dort war, so war es, abgesehen davon, dass sie nicht weg konnte, eigentlich schön gewesen. Hörles kam zumeist zornig und missmutig vom Götterzirkel nach Hause, doch sie konnte sich nicht daran erinnern, dass er jemals diesen Zorn an ihr ausgelassen hätte. Im Gegenteil, sobald er bei ihr war, besserte sich seine Laune zusehends. Dazu bewies er eine unglaubliche Geduld ihr gegenüber, denn egal wie kalt und ablehnend sie zu ihm war, er blieb freundlich und warmherzig. So gesehen war er sogar ein mitfühlenderer Mann als die meisten anderen, weshalb Telephonus, gerade als der Gott wegschlurfen wollte, ihm nachrief: Wenn du mir versprichst, dass du dafür Sorge trägst, dass ich deine Gemahlin bin und frei hingehen kann, wohin ich will, dann möchte ich gerne wieder bei dir sein. Als Hörles diese Worte vernahm, hob er aufgeregt und überrascht seinen Kopf und sprach zu ihr: Aber wenn du gehen kannst, wohin du willst, wie kann ich dann sicher sein, dass du wieder zurückkommst? Sie ergriff seine Hand und sprach dabei: Weil jeder gerne an einen Ort zurückkehrt, wo er sich geborgen und zu Hause fühlt und wo ein liebendes Herz seiner hat. Daher werde ich auch immer wiederkommen, solange du mich liebst. Als Hörles dies hörte, fiel ihm regelrecht ein Stein vom Herzen und erleichtert sprach er: Ich vertraue dir und liebe dich, Telephonus. Sie schmiegte ihr Haupt an seine Brust und erwiderte: Ich liebe dich auch, mein liebes Gott. Daraufhin spielte sich ein verzücktes Lächeln auf seinen Lippen ab und er sprach: Dann lass uns nach Hause gehen. Er tastete dann seinen Umhang, weil er auf einmal etwas in seiner Tasche spürte. Er kramte in dieser und holte ein gefaltetes Stück Papier hervor, öffnete es und las folgende Worte: Lass das Türchen im Vogelkäfig immer offen. Nicht damit der Vogel entfliehen kann, sondern damit er immer wieder zurückkehren kann, wenn er dies möchte. Gezeichnet Pan Faulus. Hörles musste ob dieser Worte grinsen, weshalb seine Geliebte ihn fragte: Alles in Ordnung? Ja, ich würde sogar sagen, es kann gar nicht mehr besser werden. Mit diesen Worten steckte er den Zettel wieder zurück und mit einem Fingerschnippen teleportierte er sich mit ihr in die Unterwelt zurück. Nach einiger Flugzeit auf Luna erreicht der fröhliche Pan Faulus endlich die Stelle, welche er anhand einer verdunkelten Wasserfläche ausmachte, an dem einst das stolze Königreich Aqualantis durch eine Laune Poseidons vernichtet und in die Tiefe des Meeres gezogen worden war. Schon vom Weiten konnte der Faun die deutlich dunklere Stelle des Meeres ausmachen und sprach daher zu Luna, wobei er in die Richtung der finsteren Stelle deutete: Dort ist es. Fliege darüber, ich werde dann abspringen. Er wurde leiser und sprach zu sich selbst: Aber zuvor. Er formte mit seinen beiden Daumen und Zeigefingern, indem er diese zusammenpresste, ein Dreieck, schloss die Augen und konzentrierte sich. Sogleich manifestierte sich um ihn herum Mana. Offenbar war die Dreiecksformation seiner Finger einer Rune entsprechend, so dass er einen Zauber webte. Als das Dreieck vollkommen mit blauem Mana-Schein gefüllt war, führte es langsam zu seinem Mund und atmete es ein. Wie ein erfrischender Lebenshauch erschien ein breites Lächeln auf seinem Gesicht und seine Brust dehnte sich aus, wobei der Faun genussvoll sprach: Ah, das tut gut. Ich hoffe nur, die Wirkung dieses Atemzaubers hält lange genug an. Immerhin sind mir keine Kiemen gewachsen. Fragte Luna in einem sorgenvollen, süßlichen Ton. Pan Faulus strich ihr sanft über den Halsbereich und sprach dabei sanft: Ach, mach dir keine Sorgen. Mir wird schon nichts passieren.
Pass du bitte aber auch gut auf dich auf. Ja? Fuck you! Rief die Mutter heiter aus, ehe sie im Flug langsam drosselte und über der Stelle des versunkenen Aqualandes verharrte. Tja, dann ist es wohl soweit. Sprach Pamphaudus und schaute hinunter. Es war sehr tief, und die dunkle Stelle unter ihm machte nicht gerade einen einladenden Eindruck, weshalb in Pamphaudus Angst aufstieg. Er spürte, wie sie nach und nach wuchs und zögerte daher nicht, hinabzuspringen, ehe ihm zu sehr bange wurde. Doch im Flug rief er Luna zu: »Sei tapfer, meine liebe Luna!« Im Flug streckte er seine Arme nach vorne aus, um den Wasserwiderstand so weit wie möglich zu brechen, wenn es zur Landung kam. Mit einem lauten Platschen drang er durch die Wasseroberfläche und sank durch die hohe Geschwindigkeit des Sturzes gleich mehrere Meter in die Tiefe. Ein letzter Blick nach oben offenbarte das funkelnde Licht der Sonne, welches sich fast magisch an der Oberfläche brach und durch die Wellenbewegung sich selbst zu bewegen schien. Nun stand Pamphaudus' Zauber die erste Bewegungsprobe an: unter Wasser atmen. Vorsichtig öffnete der Faun den Mund und atmete. Es fiel ihm schwer, das Wasser zu atmen. Immer wollte sich seine Kehle verschließen, doch mit viel Konzentration gelang es ihm, seinen Körper dazu zu zwingen. Überrascht von der Atembarkeit des Wassers, gab dieser nach einigem Widerstand auf und gewöhnte sich an das neue Medium, welches wenig Sauerstoff enthielt. Dank des Zaubers jedoch, den Pamphaudus selbst Fischform nannte, war jedoch sein Stoffwechsel völlig umgestellt und forderte auch weitaus weniger Sauerstoff, sodass der Sohn der Gaira problemlos unter Wasser atmen und agieren konnte. Kraulend schwamm er tiefer und tiefer und stellte nach einiger Zeit etwas fest. Es wurde immer dunkler. Je tiefer er kam, desto weniger Licht drang durch das Wasser in die Tiefe und es wurde zunehmend dunkler. Ein Problem, das er hätte vorhersehen können, jedoch nicht bedacht hatte. Er grübelte eine Weile, wie er dieses Problem nun zu lösen vermochte, und wie so oft brachte der Zufall eine Lösung hervor. Etwas tiefer erkannte Pamphaudus ein gleißendes Licht, welches sich ganz langsam zu bewegen schien. Vorsichtig tauchte er zu diesem hinab, bis er nur noch einige Meter davon entfernt war. Dann plötzlich hielt das Licht und auch Pamphaudus inne. Beide schienen zu wissen, dass ihnen ein denkendes Wesen gegenüberstand, weshalb sie mit Vorsicht agierten. »Ich weiß, was du bist. Du bist nicht das, was du zu sein scheinst«, sprach Pamphaudus zu dem Licht. »Du sprichst meine Sprache?« erkundigte sich das Licht mit langsamer, düsterer Stimme, die sogleich bedrohlich als auch überrascht wirkte. »Ich bin Pamphaudus, Sohn der Gaira. Daher verstehe ich jede Sprache der Natur, so auch die deine, edler Lichtanglerfisch. Es tut mir leid, dass ich dir nicht als Beute dienen kann, aber dein Licht ist wahrlich anlockend und faszinierend.« »Wenn du zu klug für Beute bist und du alle Tiere der Welt verstehen magst, warum begnügst du dich mit mir? Nach Konversation mit einem alten, ausgelaugten Laternenträger wie mir wird es dir, der du an Land pro Quadratmeter mehr als 100 Gesprächspartner hast, wohl kaum passieren?« fragte der Anglerfisch. »In der Tat, an Land gibt es weitaus mehr Gesprächspartner als im Meer. Und auch der Konversation habe ich mehr als genug. Um ganz offen und ehrlich zu sein, ich bedarf deiner Hilfe«, entgegnete Pamphaudus ehrlich. »Der Sohn der Gaira braucht meine Hilfe? Was könnte ich dir bieten, was du nicht hast? Mir hingegen fällt es an fast allen, während du durch die Gunst der göttlichen Geburt mit Talenten gesegnet bist«, antwortete der Fisch beschwerlich. Pamphaudus nahm eine grübelnde Pose ein, indem er Daumen und Zeigefinger gespreizt an sein Kinn hielt und dabei den Kopf leicht nach hinten lehnte und sprach: Ich denke, da können wir etwas machen. Seht, ich benötige eure Hilfe, denn trotz all meiner Gaben kann ich nichts sehen. Ihr jedoch habt nicht diesen Malus, denn euer Licht ist stets mit euch. Und ich kann euch im Gegenzug
bei euren Problemen helfen. Und wie gedenkt ihr das anzustellen, wo ich sie euch noch nicht einmal genannt habe? Erkundigte sich der Anglerfisch sichtlich neugierig. Seht, ich bin im Auftrag der großen Gaira selbst unterwegs. Sicher könnt ihr euch vorstellen, wie imponiert eine Göttin der Natur sein würde, wenn man ihren eigenen Sohn bei der Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben behilflich wäre. Vor allem dann, wenn er sich in einer misslichen Lage befindet und der Hilfe bedarf. Erläuterte Pamphaulos, ohne etwas zu versprechen. Dieses leere Versprechen, was erfüllt werden kann, jedoch nicht muss, beeindruckte den Lichtanglerfisch jedoch so sehr, dass er sogleich fröhlich sprach: Dann lasst mich euch den Weg weisen. Bitte setzt auf, Herr. Im selben Moment ließ er seine Laterne heller leuchten, sodass der Fisch und ein Großteil der Umgebung selbst in das Licht gehüllt wurden und das Äußere der bizarren Fischgestalt offenbarte. Wie für alle Anglerfische typisch, hatte er ein großes Maul mit scharfen Zähnen, doch ein Nicht-Anglerfisch wirkt dennoch nicht bedrohlich. Seine Augen sind nicht leer und trübe, sondern strahlen, dank der katzenaugenartigen Linsen, ein Gefühl der Wärme und Vertrautheit aus. Auch prangern nicht kühle, glatte Schuppen auf den Seiten, sondern nur am Bauch, während die Seiten selbst von einem Saum, der wie eine Mischung aus Haar und Korallen wirkt, überzogen sind, der zwar primär der Tarnung dienen mag, zugleich jedoch über die Raubfischnatur des Wesens hinwegtäuscht. Pamphaulos kam der netten Aufforderung nach und schwamm zu den Rücken des Tieres, um sich auf diese zu setzen. Er setzte sich hinter die Rückenflosse, die erstaunlicherweise nicht scharfkantig war, sondern so glatt und weich wie die eines Delfins, sodass er sich problemlos daran festhalten konnte. Und wohin soll es gehen? Erkundigte sich der Anglerfisch. Das ist nicht so einfach zu sagen. Ich bin auf der Suche nach dem Reichskelch, der irgendwo in dem versunkenen Reich Aqualantis sein soll. Ihr wisst nicht zufällig, wo ich diese Reliquie finde? Fragte Pamphaulos höflich. Reliquie, Städte vergangener und aufstrebende Kulturen. Dies sind Dinge, die den humanoiden Wesen gehören. Sie liegen weit ab der Natur, welcher ich zugehöre. Ich kann euch zu der versunkenen Stadt bringen, doch ohne diesen Kelch, den ihr erwähntet, finden könnt, entzieht sich meines Wissens. Antwortet der Fisch in seiner brummigen Tonlage. Dann bringt mich zu den Ruinen von Aqualantis. Dort sehen wir dann weiter. Entgegnete Pamphaulos. Sein neues Reit, oder besser Schwimmtier, gurchte auf das Wort und tauchte in die dunklen Tiefen hinab. Nur der Schein seiner Kugel brachte Licht in das wortwörtliche Dunkel und nach einigen Minuten angenehmen Tauchens waren Reflexionen von glatten, scharfkantigen Türmen der Stadt zu sehen, die in die Höhe ragten. Da ihre Grundfarbe, die sogar durch den dichten, grünen Algenwuchs zu erkennen war, gelblich wirkte, wurde das Licht des Fisches stark reflektiert und so kam die Metropolis zum Vorschein. Zuallererst waren die zahlreichen Schmucktürme der Stadtmauer und diverser, offenbar wichtiger, Gebäude zu erkennen, die weit nach oben ragten. Ihre Form war grundsätzlich kegelförmig. Doch wurde der Kegel in der Mitte etwas gestaucht, während er am Ansatz zu dem Turm gestreckt wurde, saß er einem in der Mitte geteilten Wassertropfen glich, abgesehen von der Farbe, die ein mystisches Smaragdgrün darstellte. Als Pamphaulos von dem Anglerfisch weiter hinab bis zum Grund getragen wurde, erkannte er, dass das Wort Metropole der Stadt als solche nicht wahrlich gerecht wurde. Festung wäre durchaus passender gewesen, denn die zahlreichen, kleinen Häuschen zwischen den verwinkelten Gassen wurden von einer großen, mächtigen Mauer eingezäunt, die über kleeblattförmige Zinnen verfügte. Je näher man dem Zentrum der Stadt kam, desto größer wirkten die Gebäude. Das hatte zwei fulminante Gründe. Erstens waren im Zentrum die wichtigen Gebäude, welche mit den hohen Türmen geschmückt waren. Zweitens befand sich das Zentrum auf einem Hügel. Wir sind da, edler Faun. Wohin soll ich schwimmen? Erkundigte sich der Fisch. Pamphaulos brauchte einige Sekunden, um nachzudenken. Dabei kam ihm der Gedanke, dass es sich bei dem Reichskelch ja um eine Reliquie handelte.
Und wo werden Reliquien üblicherweise aufbewahrt? Genau, in religiösen Pilgerstätten. Und diese waren in Kriegeland in der Regel Tempel, weshalb der Faun den Fisch interessiert fragte: Sagt, ihr kennt euch doch sicher hier aus. Gibt es hier einen Tempel? Ein Gebäude, bei dem Statuen von Göttern oder dergleichen zu finden sind? Sprach der Fisch nachdenklich und fügte hinzu: Ich denke, solch ein Gebäude ist mir aufgefallen. Es liegt ziemlich am Rand. Dann bringt mich bitte dorthin. Ich denke, da werden wir fündig werden, entgegnete Pamphaulus. Wie ihr wünscht, bestätigte der Fisch und schwamm über die kleinen Häuser der Stadt, vorbei an den hohen Türmen und erreichte schließlich den Tempel, welcher aus einem simplen, flachen, jedoch dreieckigen Dach bestand, das von 6 Säulen gestützt wurde, zwischen denen eine Treppe hinauf zu einer kleinen Pforte führte, die gerade groß genug für einen kleinen Menschen war. Als sich der Fisch der Pforte näherte und so den gesamten Tempel in Licht hüllte, wurden weitere Details erkennbar. Die Dachform zeigte, wie ein menschlicher Held mittels eines Dreizacks ein Schlangenwesen mit vielen Köpfen niederstreckte, auf welcher der Held stand. Blasphemisch wurde die Versklavung Poseidons durch 2 sich spiegelbildlich gegenübergestellten Statuen am oberen Ende der Treppe dargestellt, welchen den Gott, der durch die Krone, den Fischschwanz und den Dreizack in der Hand gut zu erkennen war, mit flehendem Blick in ängstlicher, gebückter Haltung vor 3 Menschen, wahrscheinlich Aqualantina, zitternd niederkniete, während die 3 Menschen verächtlich mit dem Zeigefinger auf ihn deuteten und höhnisch auslachten. Was auch immer einst in Aqualantis geschehen war, die Darstellungen sprachen für sich. Wieso der Gott einen solchen Zorn gegen das Volk hegte, saß er es in die Tiefen des Meeres riss. Als der Fisch vor der Pforte anhielt, welche viel zu klein für ihn war, stieg Pamphaulus ab und schaute sich um. Hinter den Statuen befand sich je eine große, steinerne Schale, welche eventuell für Opferzeremonien Verwendung gefunden hatte. Dann widmete er sich der verschlossenen Pforte, die aus 2 steinernen Hälften bestand und welche auf der rechten Seite erneut das mehrköpfige Schlangenwesen zeigte, welches versuchte, auf die linke Seite zu gelangen, wo bereits ein Meer von Menschen mit Speeren auf es wartete. In der Mitte befand sich eine Sonne, deren runder Mittelkörper hervorstand und daher besonders herausragend wirkte. Vorsichtig berührte Pamphaulus die Freske und strich zu der Sonne hin. Als er sie berührte, war auf einmal ein leichtes Blocken zu hören, gefolgt von einem lauten Zischen, welches von den Schalen herrührte, in denen nun, wie aus dem Nichts, blaue Flammen auftauchten, welche den Tempel erhellten. Erschrocken drehte sich der Held um und bemerkte daher erst durch ein tiefes Grollen, dass die Sonne in der Pforte verschwunden war und sich die Türen mit einem Knacken nach innen öffneten und so einen langen Gang freigaben, welcher ebenfalls von Schalen mit blauen Flammen erhellt wurde. Ihr wollt wirklich da hinein? Kommt euch das nicht alles etwas seltsam und bedrohlich vor? Erkundigte sich der Fisch sorgenvoll. Es muss sein. Wisst ihr, wahre Weisheit besteht aus 4 Dingen. Essentielle Weisheit, die Fähigkeit, richtig zu entscheiden. Gerechtigkeit, die Fähigkeit, in allen Situationen zum Wohl jener zu entscheiden, die im Recht sind. Innere Stärke, die Fähigkeit, einer notwendigen Gefahr nicht zu entfliehen, sondern sich ihr zu stellen. Und Tapferkeit, der Fähigkeit, Gefahren für ein größeres Wohl auf sich zu nehmen. Daher muss ich voranschreiten, koste es, was es wolle. Argumentierte Pamphaulus. Das Leben könnte es euch kosten. Ist es dieses Risiko wirklich wert? Hakte der Fisch nach. Ich hänge an meinem Leben. Doch noch mehr hänge ich am Leben Earus, entgegnete der Faun. Das verstehe ich nicht, gestand der Fisch ehrlich. Das ist doch nicht so leicht. Nun denn, ich werde mich der Aufgabe stellen. Bitte wartet hier auf mich. Sollte ich nicht bis zum nächsten Morgengrauen zurück sein, so könnt ihr gehen, sprach Pamphaulus. Der Fisch kommentierte diese Aussage nicht weiter und schloss die Augen zum Ruhen,
wobei das Licht seiner Laterne erlosch, während Pamphaulus sich in den langen Gang des Tempels hineinwagte. In diesen standen sich große Statuen von Menschen in edlen Gewändern gegenüber, die erst erkennbar wurden, als Pamphaulus die Pforte durchschritten hatte und so einen Mechanismus auslöste, der dazu führte, dass lauter Schalen, die sich zwischen den einzelnen Statuen befanden, in blauen Flammen aufgingen und so alles erhellten. Bedächtig und zugleich beeindruckt durchschritt Pamphaulus den Gang und gelangte so langsam an das Ende, wo eine weitere Pforte auf ihn wartete. Auch diese zeigten im Zentrum eine hervorstehende Sonne, doch sonst kein Bildnis. Allerdings konnte Pamphaulus eine Inschrift ausmachen, die in einer alten Sprache geschrieben war, welche der Faun jedoch beherrschte, weshalb er die Inschrift lesen konnte, welche in etwa besagte: Ein wahrer Held stellt sich jeder Gefahr. Er flieht nicht vor ihr, sucht kein Entkommen, denn er weiß, dass er die Gefahr meistern muss, um Schwächere vor dieser zu schützen. Pamphaulus' innere Alarmglocken läuteten. Hier stimmt etwas nicht. Aufmerksam suchte er die Pforte nach einem geheimen Mechanismus ab, der eine Falle auslösen könnte. Doch er fand keine, weshalb er zu den Statuen und Säulen nahe der Pforte schwamm, um diese zu untersuchen. Doch auch dort konnte er nichts ausmachen, weshalb er sich wieder vor die Pforte positionierte und achtsam die Sonne berührte. Die Pforte öffnete sich, diesmal nach innen, und gab einen dunklen Raum hervor, aus dem auch kaltes Wasser zu spüren war. Pamphaulus wartete eine Zeit ab, auch wenn er selbst nicht wusste, worauf. Doch dann entschied er sich, vorwärts zu gehen. Als er die Pforte durchschritten hatte, flammten blaue Flammen an der Decke auf und erhellten den Raum. Er war zylindrisch und die Decke befand sich nur einige Meter über Pamphaulus. Auch kamen kleine Schlitze in den Wänden zum Vorschein, während ein Blick nach unten nur dunkle, schwarze Tiefe zeigte. Um die Situation noch bedrohlicher zu machen, schloss sich die Pforte wieder, doch nicht langsam und zaghaft, wie sie sich geöffnet hatte, sondern so rasant, dass es tödlich gewesen wäre, zwischen den beiden Vorhälften zu stehen. Pamphaulus drehte sich um und stellte fest, dass er gefangen war. Er schwamm zu der geschlossenen Pforte und tastete diese vorsichtig nach versteckten Schaltern ab, doch es waren keine zu finden. Nun machte sich ein seltsames Geräusch bemerkbar, das wie ein Wirbeln und Saugen zugleich klang und immer lauter wurde. Pamphaulus schaute irritiert umher, um den Ort auszumachen, von dem das Geräusch ertönte, als er eine Art Strömung bemerkte, die mit dem nun bereits rauschenden Geräusch zunahm. Sie wurde so stark, dass Pamphaulus nicht mehr dagegen anschwimmen konnte, sodass er im Kreis gewirbelt wurde. Jetzt bemerkte er auch, dass das Geräusch von einem Strudel stammte, der sich aus der dunklen Tiefe nach oben schlängelte und nun an seinen Beinen ihn versuchte nach unten zu ziehen. Pamphaulus nutzte seine ganze Kraft, um bis zur Decke zu schwimmen, wo die Flammen leuchteten, und er ergriff eine der Halterungen. Der Strudel wurde immer stärker und Pamphaulus wurde klar, dass er schnell einen Weg finden musste, um hier herauszukommen. Er schaute sich um, in der Hoffnung etwas zu erblicken, das ein Geistesblitz in ihn auslöste. Doch entgegen seiner Hoffnung bemerkte er etwas anderes. Bei den Schlitzen in den Wänden handelte es sich um Schießscharten, aus denen nun Pfeile schossen. Deren Verlauf war jedoch unvorhersehbar, weil die Strömung des Strudels sie sofort aus ihrer theoretischen Bahn riss und mit sich zog. Nun musste Pamphaulus schnell handeln, denn es würde nur eine Frage der Zeit sein, bis eins der Geschosse ihn treffen würde. Während ihm der Wasserstrom ins Gesicht presste und der Sog so sehr an ihm zog, dass er das Gefühl hatte, dass entweder seine Arme oder die Halterung, an denen er sich festhielt, bald ausreißen würden, wobei er hoffte, dass der Zufall sich nicht für Ersteres entschied, schoss ihm der einzige Hinweis durch den Kopf, den er bislang erhalten hatte. Die Anschrift an der Pforte, dass ein wahrer Held sich der Gefahr stellt und dieser nicht entflieht. Pamphaulus blickte nach unten und dachte dabei: Hoffentlich schätzen die Aqualantiner Heldenmut. Dann ließ er tapfer die Halterung los und wurde sofort mit dem Strom gerissen. Um dem Pfeil zu entkommen, vollführte er eine 180-Grad-Drehung, sodass er nun mit dem Kopf nach unten zeigte und presste dabei seine Gliedmaßen so eng wie möglich an sich. Einerseits, um ein kleineres Ziel darzubieten, andererseits, um den Strömungswiderstand zu verringern. Aufgrund dieses Manövers schoss er regelrecht, vom Sog angezogen, in die dunkle Tiefe, ohne großartig zirkuliert zu werden. Nach etwa 10 Sekunden war noch immer kein Ende in Sicht und es war so duster, dass er nichts mehr zu sehen glaubte. Er wollte nach oben schauen, in der Hoffnung, die Lichter an der Decke zu erblicken, um seine momentane Position einschätzen zu können. Doch er wusste,
dass dies ein zu großes Risiko war. Denn sicher wird er aus seiner fast geraden Bahn hinausgeworfen werden und wieder im zirkulierenden Strom landen, wo die Pfeile umherwirbelten. Es war ein so befremdliches Gefühl. Es schien fast so, als würde man dem Zeitgefühl beraubt, völlig ohne Orientierung, was war, ist und sein wird, und auch ohne eine Vorstellung des Raums. So muss sich der Tod anfühlen, dachte Pan Faulus. Es ist kalt, finster. Man spürt, abgesehen von dem Sog, nichts und ist zur körperlicher Stagnation verdammt, während man sich immer weiter von dem warmen, lichterfüllten und vertrauten Leben entfernt. Weitere 10 Sekunden vergingen, während Pan Faulus diese beängstigenden Gedanken durch den Kopf schossen. Doch dann erblickte er blaue Lichter, denen er sich näherte, und er ließ die finsteren Gedanken fallen. Die Freude war jedoch nur kurzlebig, als er erblickte, dass in dem Kreis aus Flammen, in der im Zentrum der Stuhle herauskam, mit aus dem Boden ragenden Stacheln überhäuft war. Reflexartig befahl ihm sein Körper, ein Ausweichmanöver einzuleiten. Doch Pan Faulus vertraute auf den Satz, den er in der Pforte gelesen hatte, und stellte sich der Gefahr und versuchte, nicht ihr zu entfliehen. So raste er auf die Stacheln zu und erkannte dabei, dass die Pfeile, die sich im Strom um ihn herum bewegten, in kleinen Löchern im Boden verschwanden, die sich zwischen den Stacheln befanden und aus denen auch der Sog hervorging. Ein überaus ausgeklügeltes System, dachte Pan Faulus bei sich, und hoffte, dass dies nicht seine letzten Gedanken waren, als sie nur noch wenige Meter von den Stacheln trennten. Auf einmal spürte er, dass er durch eine etwas dichtere Masse drang, die ihn leicht bremste, woraufhin die Stacheln klickend im Boden verschwanden und sich die Löcher im Boden verschlossen, so dass der Sog aufhörte. Gut war auch, dass aus den Löchern, aus denen zuvor die Stacheln ragten, ein ockerfarbenes Gel ausfloss, was schnell einen dichten Teppich bildete, welcher elastisch war und so den darauf treffenden Pan Faulus so weich abpolsterte, dass dieser das Gefühl hatte, auf einem weichen, kuscheligen Bett zu landen. Erleichtert atmete er aus und setzte sich auf das Polster, um zu verschnaufen. Er blickte nach oben und sah, dass in regelmäßigen Abständen von etwa 10 Metern aus den Schießscharten nun Leuchter hingen, in deren Schalen blaue Flammen züngelten, sodass er nun sagen konnte, dass dieser Raum eine Art Turm war. Erstaunt war er darüber, dass der Weg nach oben so weit aussah. Offenbar wurde er über 200 Meter in die Tiefe gezogen. Durch das komplette Erleuchten des Turms sah Pan Faulus auch die Eintrittsstellen der Pfeile, die an Enden an allen nur denkbaren Wänden herausragten. Der Sohn der Gaira verschnaufte kurz, ehe er sich zur nächsten Pforte aufmachte, welche sich auf seiner Höhe an einer Wand befand. Auch dieses Tor zeigte die vertraute, herausragende Sonne im Zentrum, und auch hier fand sich eine Inschrift, die lautete: Klar sieht man nur mit dem Herzen. Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar. Oh, schon wieder eine Falle, fragte Pan Faulus laut sich selbst und stöhnte im Wissen, dass er wohl in wenigen Augenblicken wieder um eine Nahtoderfahrung reicher sein würde. Er zuckte gelassen mit den Schultern. Immerhin konnte er nicht zurück, also blieb ihm keine andere Wahl, als voranzuschreiten. Er drückte die Sonne, welche in das Tor sank, und sich dieses gemächlich öffnete. Der Raum, der sich nun Pan Faulus darbot, war bereits von Anfang an durch eine blaue Flammkugel erleuchtet, die sich im Zentrum befand und so die Proportion des Raumes enthüllte. Er war quadratisch und schien, bis auf viele Löcher in den Wänden, völlig leer zu sein. Sieht man von dem in ihm befindlichen Wasser ab. Die Löcher schienen auf eine Falle hinzudeuten, wobei Pan Faulus nicht ganz klar war, ob er diesmal wieder mit Pfeilen oder Stacheln zu tun haben würde. Als er den Raum betrat, schloss sich die Pforte hinter ihm erneut sehr rasant und löste wohl dabei einen Mechanismus aus, der dazu führte, dass aus den Löchern, die sich an der Decke und im Boden befanden, Stacheln herausschossen, wobei gleichzeitig der Boden begann, sich nach oben zu schieben, wobei das verdrängte Wasser durch kleine Poren gepresst wurde, die sich in den Wänden befanden. Verflucht! Rief Pan Faulus und überlegte, wie er sich diesmal retten sollte. Ihm war bewusst, dass der Satz von der Pforte die Lösung beinhalten musste, weshalb er leise rezitierte: Okay, keine Panik. Klar sieht man nur mit dem Herzen. Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar. Er schwamm umher und schaute sich um. Am auffälligsten im Raum war die zentrale Flammkugel, doch dieser konnte er hinsichtlich des Satzes keine Bedeutung zumessen, weshalb er weitersuchte, während sich der Boden gnadenlos näherte.
Nach einigen Sekunden stellte Pamphaudes fest, dass manche der Stacheln an der Decke etwa doppelt so lang waren und so verschiedene Muster ergaben. Darunter erkannte er eine Frau, einen Mann, ein Schwert und auch ein Herz. Ohne weiter zu zögern, wurde ihm klar, dass das Herz, das die langen Stacheln bildeten, ein Teil der Lösung sein musste, weshalb er zu diesen schwamm. Er untersuchte die Stacheln, fand daran aber nichts Besonderes. Sie sahen genauso aus wie alle anderen, und ein Anfassen von diesen bestätigte, dass es sich um festes Material handelte. Prüfend blickte er nach unten und sah, dass nur noch 5 Meter ihn von den Stacheln trennten. Er schwamm dennoch etwa 2 Meter Richtung Boden, um die Herzformation insgesamt zu überblicken, doch auch insgesamt fiel ihm nichts Besonderes auf. Noch einmal rezitierte er den Satz: Klar sieht man nur mit dem Herzen. Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar. Ehe er nach unten blickte und feststellte, dass da nur noch 2 Meter Platz waren und es wortwörtlich langsam eng werden würde, weshalb er eilig zu sich sprach: Ich sehe Stacheln. Ich fühle sie sogar. Aber diese sind alles nur Sinneseindrücke. Das Wesentliche ist, dass nur das Herz einen Ausweg bieten kann. Woraufhin er die Augen fast schmerzhaft zukniff und so schnell er konnte auf die Stacheln in Herzform schwamm. Er spürte auch, wie er diese mit seinen Händen erreichte, durch ein ganz zaghaftes Pieksen, welches jedoch schnell verschwand. Dennoch paddelte er weiter, um sicher zu sein, dass er sich auch nicht von seinem Sinn hatte täuschen lassen. Dann öffnete er zaghaft die Augen und sah, dass er sich in einem herzförmigen Raum befand, der genauso groß wie die Fläche der Stacheln in Herzform war. Der kleine Raum war durch blaue Lichter, die vereinzelt an den Wänden loderten, erleuchtet, sodass er wie eine herzförmige Röhre aussah, da er gerade einmal so breit war, dass 3 Faune in Pamphaudes Ausmaßen nebeneinander gepasst hätten. Erleichtert atmete Pamphaudes aus, da er wieder eine Gefahr überstanden hatte. Ein Blick zurück nach unten zeigte ein magisches Leuchten, weshalb Pamphaudes darauf schloss, dass die Stacheln des Raumes echt waren, bis auf jenen Herzwurm, welches sich ein cleverer Magier, der die Illusionsmagie beherrschte, wohl als Illusion erschaffen hatte. Pamphaudes schwamm den Gang hinauf und erreichte einen quadratischen Raum, in dem seltsamerweise diesmal nicht blaue, sondern gelbe Flammen an den Wänden leuchteten. Eine Art kleine Pyramide, die gerade mal 5 Meter hoch war, befand sich in der Mitte, wobei deren Spitze durch eine Art säulenförmiges Podium ersetzt worden war, auf dem sich ein lilanes Samtkissen befand, auf dem offenbar etwas lag. Der Rest des Raumes zeugt wieder von den blasphemischen Darstellungen eines besiegten Wassergottes, sowie vom Kampf der Aqualantina gegen das mehrköpfige Schlangenwesen. Pamphaudes schwamm zu dem Podest und sah auf dem Samtkissen einen Kelch liegen, welcher aus Jade zu sein schien, wobei 8 rote Schmucksteine, wahrscheinlich Rubine, den Rand zierten. Das war er also, der Reichskelch. Doch ehe Pamphaudes unbedacht und eilig, ohne jegliche Bedenken, den Kelch ergriff, prüfte er noch einmal sorgsam den gesamten Raum. Er fand weder Schießscharten noch Löcher, keine Inschriften und keine Hinweise. Vor allem fand er auch keinen Ausgang und der Rückweg war ihm ja abgeschnitten. Als er die Säule des Podestes untersuchte, merkte er, dass diese offenbar einfahrbar war. Es gab also doch einen Mechanismus. Die Aqualantina mussten einst ein sehr erfolgreiches Volk gewesen sein. Doch wie so oft ist ein großer Verstand ohne große Weisheit dahinter gefährlich, sodass sie trotz ihrer Kenntnisse und ihres erstaunlichen Ingenieurwissens dem Zorn eines Gottes nicht gewachsen waren, während andere Völker sich vor Blasphemie hüteten und so noch existierten. Pamphaudes überlegte hin und her, was er denn nun tun sollte. Wenn er den Kelch von dem Podest nehmen würde, würde sicherlich die Säule hineinfahren und irgendeinen Mechanismus auslösen. Womöglich eine Falle. Und diesmal hatte Pamphaudes keinen hilfreichen Hinweis. Andererseits gab es keine andere Möglichkeit, aus dem Tempel jemals wieder hinauszukommen, weshalb der Sohn der Gaira seine Sorgen über Bord warf und zaghaft den Kelch ergriff. Wie erwartet, verschwand der Säulensockel im Boden, bis die ganze Säule verschwunden war und ein tiefes Loch hinterließ. Dann passierte eine Weile gar nichts, weshalb Pamphaudes sehr verwundert war und sich vorsichtig dem Loch näherte. Als er vorsichtig seinen Fuß in dieses setzte, öffnete sich abrupt in der Decke ein ebenso großes Loch, aus dem starker Sog hervorging, der durch einen massiven Aufstrom, der nun aus dem unteren Loch hervortrat, nur noch verstärkt wurde und Pamphaudes mit sich riss. Er gelangte so in eine Art Röhrengang, durch den er mit überaus hoher Geschwindigkeit gepresst wurde. Während er durch die zahlreichen Kurven sauste,
konnte er sich ein freudiges Lachen nicht verkneifen. Weil sich die Fahrt so amüsant gestaltete, was vor allem dadurch verstärkt wurde, dass die Verkleidung der Glattenröhre immer wieder Farben in Regenbogenmustern wechselten, wobei sich optisch die Farben zu vermischen schienen. Nach einer zweiminütigen Fahrt erreichte Pamphaulus das Ende, wobei er durch den hohen Druck regelrecht aus der Röhre geschossen wurde. Er befand sich wieder über der Wasseroberfläche und flog durch die Luft, in die er in einen etwa 45 Grad Winkel geschossen wurde, wobei er bestimmt 20 Höhenmeter erreichte, um dann wieder mit einem Kopfsprung in das kühle Nass zu tauchen. Ehe er vollends auftauchte und Lurchy: Joho, das war echt klasse! Dann hob er eilig seine Hand und vergewisserte sich, dass er den Reichskelch auch nicht verloren hatte, ehe er sich auf den Rücken legte und entspannt treiben ließ, um sich von den freudigen Strapazen zu erholen. Wohl wissend, dass Luna ihn bald wieder abholen würde, da er gerade an sie dachte.